Ich lief in der Sonnenstraße entlang, als ich die ersten Lichter erblickte. Das Unbekannte hatte meinen Blick gefangen und mein Interesse sofort aufgeweckt. Die rote Linie führte meine Schritte auf glitzernden Sternboden. Geradeaus. Wo will ich hin? Nein, nicht unbedingt. Wo war ich gelandet? Ich komme in einem Raum zum Schauen und werde erstmal zugeschaut. Der lange Gang führte zum Ort des Lichtes. Am Fenster da oben erblicke ich jemanden. Arbeitet er da? Wohnt er da? Lebt er einfach da? Was denkst du, wenn du in der Hof des City-Kinos runterschaust? Die Tropfen gleiten, rutschen, es wird schön und sauber gemacht. Aschenbecher, Marlboro. Rot mit weißer Schrift. Holztische mit Geländestühlen. Efeu läuft auf die Wänden und führt meinen Blick zu versteckte Kunstwerke. Was machen die Statuen in die Bücher? Hier geht's um Familie. Tiefe Gedanke. Action! Gibt's genug Buchstaben für alle Titel? Gibt es ein Ö, ein Ä, ein Ü? Ah, der alte Filmprojektor. Im Vordergrund gestellt und zärtlich gestreichelt. Es duftet nach Karamell. Salzig oder süß? Es gibt beide, man muss sich nur entscheiden. Manche Gäste fallen diese Entscheidung besonders schwer. Da, wo es Popcorn-Krümel zu picken gibt, ist es immer gut zu sein. Auch ich werde langsam hungrig. Ich bin jetzt irgendwo zwischen heute und gestern, zwischen die gemalte Filmplakate und die Dungeon Vegetable Chips, zwischen München und die Welt. Und es wird auch auf alle möglichen Sprachen geredet und untertitelt. Jetzt am Abend sind die Cappuccinos für ein Bier getauscht, die Sonnenbrille für ein warmer Pulli. Sommerabend bleiben frisch hier. Eine Frau am Anlass zerreißt mechanisch die Kinokarten. Das Ticket, bitte schön. Wo sind die Toiletten? Ganz hinten rechts, danke. Das Ticket, bitte schön. Wo sind die Toiletten? Ganz hinten rechts, danke. Das Ticket, bitte schön. Hier ist ein Kinozuschauer. Er sagt, er kommt schon regelmäßig, zweimal pro Monat oder so. Kommt auf das Programm an. Jetzt kommt die Andrea. Sie erzählt mir über ihre Kollegen, die mitarbeiten, die Jungen, die Alten und die dazwischen. Ah, die alte Dame, sie hatte einen Italienischkurs am Nachmittag, wie jede Woche. Und dann ist sie in der Filmwirtschaft gegangen, mit einer Freundin, um was zu trinken. Wie jede Woche. Jetzt kommt der Hannes, der Leiter des Filmwirtschafts. Er kennt die Dame sehr gut. 12 Jahre hat er da schon gearbeitet. Das heißt, auch viel beobachtet. Lustig. Hier gehen die Leute in der Dunkelheit, aber am Ende geht es nur um Licht. Die letzten Strahlen des Tages, die kleine Glühbirne. Die zitternden Kerzen. Vom weit entfernt hört man das Geräusch der Autos, die da draußen weiterfahren.
Der Klang läuft durch den Gang und kommt im Hof gedämpft an, wie aus einer anderen Zeit. Manche diskutieren immer weiter. Für einen Abend kann jeder die Rolle des großen Filmkritikers spielen. Es sei denn, das Leben sei noch viel spannender, als was der Film uns zu erzählen hat. Was hatte ich erwartet, als ich für das erste Mal im Hof des City-Kinos trat? Und was habe ich gefunden? Ein Kino und etwas anderes. Ein Ort in die Mitte der Stadt, wo man sich wirklich wohlfühlt, so kitschig es klingen mag. Ein Ort, wo ich für ein paar Stunden meine Gedanken fließen lassen könnte. Und letztendlich bleibt eine wesentliche Frage offen. Salzig oder süß?